Ich bin Joshua und ihr seid hier richtig. Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal mit dem Tasting von Döner Cola, die ich hier vom Kurt alias Godzilla Fan 1990 bekommen habe. Und die werde ich jetzt mal testen. Schön eiskalt jetzt aus dem Kühlschrank. Bin mal gespannt. Machen wir mal auf, erstmal aus der Dose probieren und dann schauen wir es mal im Glas an, wie es aussieht. Ob es auch richtig dunkel ist wie die anderen Colas. Ich mag ja Afri-Cola, Pepsi-Cola, Coca-Cola gern. Aber bisher mein Favorit ist eigentlich die Red Bull-Cola. Die schmeckt mir eigentlich am besten. So, riechen wir mal. Ja, riechen tut es ein bisschen anders als die anderen Cola. Kann ich jetzt nicht definieren, nicht starker Geruch, aber schon ein bisschen Cola-artig, aber kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Dann probiere ich gleich mal, zum Wohl. Er schmeckt nicht wie eine normale Cola. Das hat einen Geschmack drin, den kann ich gar nicht zuordnen. Es ist irgendwie so ein süßer Geschmack drin. So ein ganz leichter süßer Geschmack, aber ich kann den Geschmack irgendwie nicht zuordnen. Also schmeckt nicht schlecht, aber ich kann jetzt den Geschmack nicht zuordnen. Schau ich mal im Glas, wie es im Glas aussieht. Ja, ganz dunkel wie normale Cola. Schon, vielleicht kann man es jetzt besser riechen. Schauen wir mal die Inhaltsstoffe, vielleicht komme ich drauf, was es ist. Zucker, Kohlensäure, Wasser, Säurungsmittel, Zitronensäure, Farbstoff, Süßungsmittel, Saccharin, Aroma, Koffein. Nee, kann ich wirklich nicht zuordnen. Also ich finde es geil. Also ich würde es jetzt genau wie Afri-Cola oder Coca-Cola oder Pepsi-Cola gern trinken, aber wie gesagt, ich kann den Geschmack jetzt nicht zuordnen. Ich würde jetzt von 10 Punkten vielleicht ja so 6,5 bis 7 geben. Also ich finde es gut, aber ja, muss man nicht immer haben, aber ist gut. Ja, das war das kleine Tasting zu der Döner Cola. Und bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut, ne? Und Servus!